Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge unseres Nintendo Pocket Football Club Let's Plays. Ich bin Rekalin, ihr schaut Replay Games for You. Hier geht's ja nur um Tabellenplätze und um nichts anderes. Guck mal kurz, wie wir hier auswechseln können. Den Huber, den setzen wir mal auf die Bank. Beziehungsweise eigentlich können wir nicht auf die Bank setzen. Nee, Leute, wir nehmen Pedersen raus und Verbruggen wieder rein. Der ist auch gelb. Das ist doch alles scheiße hier. Aber Vincent können wir auswechseln. Da können wir den Bernhard für einsetzen. Passt. Passt. Ab ins nächste Match. Blau gegen Blau. Passen wir mal auf. Die 11 Kumpels, die müssen wir natürlich besiegen. Okay, auf den müssen wir aufpassen. Wo haben die denn den Petit her? So. 44% und damit die Mehrheit sind für die Kumpels. 24% sagen, es wird ein Remis. Und nur 32% sagen, ey, Tabellenführer hin oder her. Die machen es trotzdem. Aber die haben nicht mit Leroy gerechnet. Jäger. Lefebvre. Ist ganz schön schwer hier, gerade irgendwie was zu sagen. Weil die sich doch sehr ähnlich sind von den Trikots her. Ivanov. Gut. Rocher. Hat er gut versucht hier. Leroy nur nicht rangekommen. Huber. Gibt rein. Rocher holt nicht, aber Gallo kriegt den. Super. Querpass. Da wollte jemand durchgehen lassen. Schöner Einwurf jetzt an der Stelle. Rocher. Noch weiteren Einwurf rausgeholt. Wieder zu Rocher. Rocher gibt ihn hoch rein. Velasquez hat den Ball aber. Lefebvre. Reit. Gut. Gerasimov geht dazwischen. Spielt zu Leroy. Leroy auf Außen zu Huber. Huber nochmal zurück zu Gerasimov. 11 Minuten sind rum. Direkt zu Gallo. Gallo spielt zu Bernard. Der schießt einmal. Marino macht da den Köpfer. Jäger. Leroy. Pearson. Pearson. Gallo. Na, Einwurf für die Gegner. 17 Minuten 50. Reit, Marin, Lefebvre, Petit, schön angenommen der Jäger und auch zu rechten Tor geschossen. Also das hat er echt gut gemacht, da kannst du sagen, was du willst. Super. Ärgert mich gerade ein bisschen, weil die Adler sind hier am Gewinnen und wir nicht. Leroy hält einfach mal drauf, Velasquez wieder am Ball. Die wissen wahrscheinlich selber nicht, wer bei wem spielt und das wird das Problem sein. Huber, schön weit, Marino, Leroy holt den bei sich wieder, läuft alleine Richtung Tor, spielt zu Pedersen, der hält einfach mal luschihaftig drauf, Bellini, gar kein Problem, 26 Minuten noch, so Alibi-Schüsse können wir nicht gebrauchen, sage ich euch, faul, Petit, Meier hat den Ball, gar kein Problem an der Stelle. Martin. Das nächste Tor. Das gibt's doch nicht. Wieder der Petit oder was? Die haben einen tollen Stürmer, ey. Ne, Lefebvre war's und der Petit hat schon gefreut. 2-0. Die wissen, was da abging. Deswegen haben die auch so gewettet, die Fans. Jäger. Gut von Schauten. Gerasimov. Ivanov. Rocher. Leroy. Gut, 2-1. Die Sache ist noch nicht gegessen. Der Drops ist noch nicht gelutscht. Anschlusstreffer. 38. Minute, noch 7 Minuten bis zur Halbzeit. Das heißt, wir haben auch noch massig Zeit. Weil die Frage ist halt auch immer, wie lange können die wirklich gegenhalten und wann können wir sie übermannen?
Rocha holt sich den Ball, spielt weiter. Einwurf, sehr gut. 3 Minuten noch, mit Nachspielzeit ungefähr. Bernard, schöne Reingabe. Velasquez, Ivanov, Rocha, Nachköpfer und Ausgleich. 2-0, der hat aber auch gepasst hier. Wunderbar, Ausgleich. Tolles Ding. Rocha eins vorbereitet und dann selber eins geköpft. Also holla die Waldfee, der Junge, der kann's. Falls ihr irgendwelchen komischen Krach hört, das sind irgendwie Nachbarn auf dem Flur, glaube ich. So, wupp, alle mal ein bisschen laufen lassen. Die alten Knödel, Leroy, Marino, Bernard, Pedersen, wieder auf Außen, Huber läuft, wie ein junger Gott, gibt herein, Rocha mit dem nächsten Kopfball. Wieso nicht nochmal probieren? Ist doch ganz gut gelaufen. Leroy, Pedersen, Rocha, Jäger, Lefebvre, Meier. Oh nein! Da hat Meier den durchgehen lassen und der andere hat es natürlich dann eiskalt hier ausgenutzt. Jetzt können wir nur eins machen und zwar gucken, dass wir frische Leute bringen. Pedersen, der kommt raus, da kommt der alte Verbruggen rein. Vincent, der kommt für den Bernard. Und der Schauten, der kann mal raus. Da kann der Hermann ruhig wieder, oder der Schreiber viel besser rein. Passt. Rocha. Leroy. Rocha, hol dir das Ding. Oh, scheiße, gefoult. Egal, dafür kommen jetzt die neuen Leute. So, Verbruggen, Pedersen, Meier, oh Gott, Gallo, Rocha, Verbruggen, komm, Leroy, alleine vorm Tor, Ecke, das wird, nein, doch keine Ecke, Einwurf, immerhin. So, Rocha, was machst du? Ach, schlecht gespielt. Velasquez. Ivanov. Verbruggen, nee, Vincent sogar. Jetzt kommt Verbruggen. Kurze Vorlage nochmal. Rocha, außen. Am Tor vorbei. 3-2, ey. 3-2, was soll das? Reit, Jäger. Vincent, gut gemacht. Rocha, Ivanov, Leroy, hol dir den Ball. Ach, scheiße. Gut, Huber, gut gemacht. Gerasimov, wenigstens den Ausgleich, Jungs. Marin, Vincent, Verbruggen. Leroy kriegt den Ball nicht, Viertelstunde noch. Reit, Meier lässt abwehren, Rocha klärt. Schande aber auch. Oh, oh, oh. Nein! 4-2, da werden wir ja abgesägt. Was soll das denn? Jetzt sind schon zwei, ja. Also dick, was wir da an Tore reinbekommen. Unmöglich. Leroy, Verbruggen, der hält drauf. Ah, Marin. Da haben insgesamt die Stürmer halt viel mehr gebracht. Viel mehr Gefahr. Rocha. Und da siehst du halt, dass unsere Abwehr halt doch noch nicht in Stein gemeißelt ist, sag ich mal. Vincent holt eine Ecke raus. Mal gucken, was Leroy draus macht. Schön. Gallo. Ach, da, direkt gegen den Mann hier. Kennedy, Reit. Rocha. Nee, das wird eine saftige Niederlage hier, Leute. Die zweite in der Saison. Müssen wir uns jetzt aber noch keine grauen Haare wachsen lassen. Pearson. Gallo. Leroy. Parisi.
Okay, so. Wir haben 2 zu 4 verloren. Du hast ein paar neue Trainingskarten bekommen. Huber ist verletzt worden. 5 Wochen fällt er aus. Hiobs Botschaften über Hiobs Botschaften. Eine Woche frei, das ist wiederum gut. Huber, dann setzen wir den auf die Bank. Nehmen wir mal Hermann auf Außen. Den hier können wir gleich mal Richtung Schießen und so trainieren. Haben wir da was? Grätschen und Köppen. Jawohl, er ist jetzt S beim Schießen. Wunderbar. Jetzt müssen wir nur noch Technik über die Jahre hochbekommen. Hier haben wir auch noch was trainiert. Analyse. Beziehungsweise lieber wäre es mir, wenn wir hier irgendwie Hüpfen bekommen. Nee. Machen wir Hüpfen und Random Stat. Ah, Schießen hat er jetzt auch A. Das ist gut. Hermann trainieren wir ebenfalls. Den guten alten Recken. Den Schauten, den tauschen wir gegen den Schreiber natürlich aus. Beziehungsweise Petersen trainieren wir. Mit der ein bisschen besser rumkommt. Verbogen können wir auch mal trainieren. Komm auf C. Na, hat nicht ganz geklappt. So, dann gehen wir mal eine Woche Pause machen, denke ich. Okay, diese meisten sind wieder fit, das ist okay. Petersen nehmen wir mal raus, nehmen Verbrucken mit rein. Huber setzen wir mal ganz auf die Reservebank. Nehmen dafür den Weinrich noch mit. Okay, so, das war's in Sachen Taktik. Dann gegen die Stammesbrüder. Gegen die muss ein Sieg her. Alles andere wäre erbärmlich. Haben ja auch nur einen Stürmer. Bin mal gespannt, ob sich das bei Leroy jetzt gleich schon zeigt, dass er S geworden ist. 29% nur für uns. 41% für einen Remis, das ist die Mehrheit. Und sogar noch mehr als für uns. 30% sind für die Stammesbrüder. Wahrscheinlich, weil Huber nicht dabei ist. Nicht so das Vertrauen in unsere Verteidigung. Warte mal, wer führt denn da schon? Die Wir-Leute. Die sind jetzt lustigerweise mal im Mittelfeld zu finden. Ach Gallo, Mann, du kannst doch auch irgendwie mal was machen. Gut gemacht von Schreiber. Nochmal kurz vorgelegt. Bernard auf Verbrucken. Der spielt zu Rocha, zu Leroy, zu Verbrucken, zu Bernard, zu Verbrucken. Rocha muss jetzt durchlaufen. Klappt nicht ganz. Dafür ein Einwurf für uns. Gut, Rocha wurde da jetzt gefoult, kein Pfiff. Und wenn Leroy sich den Ball holt, heißt es, was hast du denn da gemacht? Gentil, Riviere, Wink, Pearson, Verbruggen, Bernard hält drauf und Evra hat den Ball aber ohne Probleme. Leroy, schöner Kopfball. Verbruggen, der hält einfach mal drauf hier. Der hält auf dem Feld. Riviere. Wink. Leute, wir müssen mal ein bisschen nach vorne spielen, ne? Nur weil wir letztes Spiel verloren haben, dürft ihr nicht den Kopf hängen lassen. Soweit kommt das noch. Ich habe doch extra für so Verletzungen und so weiter neue Spieler gebracht. Dass wir da besser dastehen. Aber 4 Gegentore ist halt auch echt heftig irgendwo. Verbruggen, Leroy, das ist halt das Problem, ne? Wir machen 2-3 Tore, aber da muss dann auch die Verteidigung stehen. Gerasimov, der hält einfach mal drauf. Knapp, hätte er sich ein bisschen früher runtergesenkt, wäre das nochmal nice geworden. Godunov, Riviere, Bernard,
Leroy, der hat gedacht, ich schieße einfach mal an Rousseau, gefoult, das wird auch eine Karte. Zum Glück nur gelb. Kommt mir ein bisschen gefrustet vor, der Alte. Wink. Geht Leroy aber gleich wieder hin, ne? Pearson wurde da gefoult. Aber der Schiedsrichter scheint mir parteiisch zu sein. Gut, gut, gut. Hinterkopf, Kopfball war das. Verbruggen. Gallo, mach doch was. Kinas Meier, den kriegst du. Hat er. Wunderbar. 31. Minute ist rum. Muss ja nur ein Tor geben, mehr nicht. Schreiber. Schön auf Gallo. Gallo gibt auch direkt weiter. Wer kriegt den Ball? Niemand. Doch, Ivanov. Hält drauf. Ecke. Super. Hätte ich so nicht erwartet. Kam ganz gut. Toller Schuss. Ach, schlechte Annahme. Wow, habt ihr das gesehen, wie er sich da rumgedreht hat, ey. Gott, das war ja eine glänzende Nahaufnahme. Dreht sich einfach um den Spieler rum, der Gallo. Fantastisch, ausgetanzt. Kommt, Leute. Rocha, gut gemacht. Kommt, Bernard. Hm. Van de Feen. Ich meine, wenn die schon solche Aktionen zeigen, ne, dass wir denen überlegen sind, dann sollen sie es auch richtig zeigen. In Grund und Boden treten müssen sie die. Tormäßig meine ich jetzt. Gerasimov, Gallo. Zurück zu Pearson. Pearson zu Gallo. Gallo gibt weiter. Aber Diaz ist am Ball. Leroy hat ihn. Oh, Halbzeit. Halbzeit, Halbzeit. Viele Karten bekommen. Trainingskarten meine ich jetzt. Zweite Halbzeit, Tackle kann so bleiben. Und die Leute hier mal warm laufen lassen. Dickes Ding. Das hat bestimmt wehgetan. Diaz. Godunov. Pearson. Sehr gut, Gallo. Leroy. Gallo gibt ihn hoch rein. Aber keiner von uns richtig zum Kopfball. Scheiße, noch keiner da, der da diesen Faustschlag hätte verwerten können. Schreiber zu Gallo. Gallo zu Leroy. Leroy drüber. Wie gewollt und nicht gekonnt. So sieht das aus im Moment. Es ist nicht schön. Es ist nicht schön. Van Zandt kommt da mal wieder rein auf die Seite. Bestätigen wir jetzt erstmal. Ah, direkt wieder der Evra dran mit seinen scheiß Fingern. Können wir ihn hier noch rausnehmen? Hermann vielleicht gegen den Schauten mal wechseln. Und dann nehmen wir noch Martinez für den Ivanov. Und haben die Dreiergruppe hier. Komplett neu. Ivanov. Leroy, er läuft. Hält drauf. Aber auch wieder nur auf den Mann, ne? Gentile. Gerasimov. Leroy. Rocha. Verbruggen. Scheiße, das war gefährlich, ey, was er da gemacht hat. Richtig gefährlich. Aber es hätte auch wiederum zum Tor führen können. Von daher kann ich es durchaus verstehen. Dann gucken wir mal. Schauten, da freuen sie sich drüber, dass wir den einwechseln. Riviere. Komm, komm, komm. Bisschen mehr Initiative, Junge. Super, Gallo. Leroy, der hält drauf, ne? Keiner da, wo er wahrscheinlich abspielen konnte. Will aber auch kein Unentschieden hier spielen. Das macht null Sinn. Sondern ich will schon noch hier die Führung rausholen. Wenn es geht. Martinez, erst mit dem Stoppfehler, dann tänzelt er, dann faul von hinten. Armer Junge, was der alles mitmachen muss. Schön auf Pearson zurück. Der versucht zu Gallo durchzustecken. Der kommt sogar richtig ran. Wer kommt an den Ball? Niemand. Diaz. Leroy hält drauf an den eigenen Mann. Geschossen. Vielleicht nicht immer aus 3 Kilometer Entfernung schießen. Dann stehen auch weniger Leute dazwischen.
Godunov. Oh, knappe Kiste. Nein, nein, nein. Das nennt man Pech. Was ein Scheißdreck. 6 Minuten vor Schluss kriegen wir hier das 1:0 reingeblödelt. Leroy hält drauf, wieder mal abgeprallt, einfach nur. Ezra geht da ran, Jungs. Holt den Kackball. Gerasimov. Spiel weiter. Na, toll, jetzt hat er den Ball schon wieder verloren, ey. Pearson, nach vorne, Jungs, sonst... Ach, Abpfiff. Ey, 2 Niederlagen hintereinander. Besser geht's ja wohl kaum. Was ein Dreck. Und dann spielen wir gleich gegen die Drittbesten sozusagen. Trainieren wir hier auch nochmal. Hier, das sieht doch ganz gut aus. Trainieren wir mal ein bisschen das Mittelfeld auch. Schießen und köpfen. Für den werten Herrn. Na, dann doch eher den. Ne, Vincent trainiere ich nicht. Aber den Verbrucken. Grätschen und Meditation. Klappt. So, würde ich aber sagen, dann machen wir mal einen Cut an der Stelle. Ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.